Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. In der Magma-Höhle befinden wir uns. Mit Absol und Jojo sind wir in die Magma-Höhle gestartet. Absol alias Albert wurde bereits besiegt. Leider. Und einen Belebersamen habe ich für mich verbraucht. Aufgrund eines Monsterraumes. Das soll uns aber jetzt nicht stören. Wir machen konsequent weiter. So. Ja, wir sind schon tief vorgedrungen. Und es sollte eigentlich nicht mehr so tief reingehen in den Dungeon. Jojo? Naja, da kommt schon der nächste Pflegefall. Gut. Wenigstens gibt es hier satte Erfahrungspunkte. Das braucht man hier auch. So, zack. So, hier gibt's Flammenwurf und Silbergummi. Das Silbergummi werde ich gleich mal essen. So. IQ steigt etwas. Das ist doch schön. Wie geht's? So, zack. Sehr schön. So, du bist paralysiert. Attacken. Karate-Schlag. Zack. So, weiter geht's. Aha, jetzt geht's rein oder hoch? Ich gehe erstmal rein. Zack. Gut, ey, was willst du von mir? Jojo? So, sehr schön. Und hoch. So, hast du keinen Ruckzuck mehr? Frag dich voller Verwunderung. Naja, gut. U14. Hier gibt es wieder Dorn. Ein Arbok hat ein Ausdauerband. Ein Rizeros. Okay. Aber ganz leicht besiegt. Und gibt 352 Erfahrungspunkte. Das ist doch mal ein schönes Sümmchen. Gut. Da ist die Treppe. Hier ist noch ein Makargo. Das Rizeros nehmen wir noch mit. Zack. Das können wir auch gleich mitnehmen. Oder auch nicht. Doch. Es gibt alles Erfahrungspunkte. Was sagt Team? Bericht. 3,9 und 1,9. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Mhm, ein Slimer. Jojo. Dankeschön. Ein Sandermeer. So, zack. Zack. Gut. Ein Slimer. Na. So. Ja, auch schon alle. Dann habe ich nur noch Geowurf 22 Mal. So. Das ist doch, Jojo. Das hat doch keine Chance. Jetzt kann sie es wenigstens nicht mehr einsetzen. Silbergummi.
So, zack. Auch das nützt nicht viel. Na toll. Nein, 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 nein. Gut. Donnerschock. Donnerschock und Slam kann Jojo noch. So, zack. Hey, das gibt's doch nicht. Na los. Jetzt steckt nur noch seine Verteidigung. Nützt ihm aber nichts. Ich werde mich mal mit einer Sindelbeere heilen. Den Samen kann ich auch essen. Geschieht zwar nichts, aber ich glaube, ich habe keine Sindelbeeren mehr. Au, Backe. Ist hier wenigstens irgendwo ein Top-Elixier oder sowas? Ich glaube, nein. Aber da ist die Treppe. Muha. Kann nicht irgendwo ein Pausenraum sein? Ich brauche doch bloß einen Pausenraum. So, zack. Also Geowurf ist auch für die Katze, oder? So, zack. So. Auch gut. Oder ein Level Up. Das würde jetzt auch helfen. Glaube ich. Füllt bei einem Level Up die AP wieder auf. Ich habe keine Ahnung. Aber schön wär's, wenn. Oh, wir sind noch tiefer. Jojo? Achso. Autsch. Ja, Jojo erreicht Level 25. Aber ich brauche das Level Up. Nein, füllt nicht auf. Oh, Backe. Oh, Backe, oh, Backe. Ich fürchte, da haben wir ein Problem. Kommst du auch mit runter, Jojo? Das wäre ziemlich gut. Ja, das... Hey, bei Rizeros? Das stand gerade wirkungslos bei Rizeros, obwohl wir gegen... Da, es ist wirkungslos bei Rizeros. Was ist das denn für ein Fehler? Ja, das war's dann, glaube ich. Naja, die Erfahrungspunkte nehmen wir wenigstens noch mit. Nee, das war's. Das war's. Nein, möchte ich nicht. Ja, aber wir sind ein bisschen vorangeschritten. Dann werde ich noch ein bisschen Missionen erfüllen. Es lief nicht gerade gut für uns. Wir wussten, dass der Dungeon sehr schwierig ist. Wir sollten uns also nicht entmutigen lassen. Andere Retterteams hätten auch in den unterirdischen Dungeon gehen sollen. Gehen wir zum Pokémon-Platz. Vielleicht erhalten wir dort einige Informationen. So, was habe ich denn? Dreimal Stahlberg. Ich bräuchte Wasser-Pokémon. So, was gibt's bei dir? Nicht. Was können wir verkaufen? Ja, das Goldband haben wir noch. Das Alterskop. Dann haben wir noch Erholung und Reflektor. Das brauchen wir beides nicht. So.
Mehr möchte ich bitte nicht verkaufen. So, und lagern. Genau, da haben wir schon 20.000. Holla, die Waldfee. So. Keine weiteren Partnerareale. Okay. So, Stahlberg haben wir noch. Was habe ich noch? Stahlberg und Riesenschlucht. Feuerberg. Haben wir zweimal. Dann mache ich erstmal Stahlberg. Und beim nächsten Mal dann den Feuerberg. Jo. Wir haben wirklich kein Wasser-Pokémon. Deswegen... Albert, ja. Hat er überhaupt... Was hat denn der für Attacken überhaupt? Kratzer, Verhöhner, Ruckzuckieb und Biss. Ja. Müssen wir gucken. Machen wir erstmal Stahlberg. So können wir vielleicht auch noch ein bisschen leveln. E1. So. Welche Ebenen müssen wir überhaupt? Keine Ahnung, hier gibt es anscheinend keine Gegner mehr. Sind ausgestorben. Was ist denn hier los? Keine Gegner. So, was haben wir denn bei Anwärtersuche? Ein Habitak und ein Zickzacks. Zickzacks haben wir schon, aber Habitak noch nicht. So, zack. Ah, okay. Kleinvieh macht ja auch Mist. So. Hier ist nichts. Oh. Ein Stoll Junior. So, zack. Nee, ist nicht beigetreten. Rollt es doch mal. So, zack. Auch nicht beigetreten. Ja, dann eben nicht. Sehr schön. Na, hier ist es. Gut. Weiter. Ein Zickzacks. Eine Sindelbeere. Ein Poupons. Achso. Das muss ich noch machen bei Jojo. Die ganzen Attacken wieder einstellen. So, da waren noch eine Menge Gegenstände. Missionsziele. 5, 6, 7, 8. Alles klar. 5, 6, 7, 8. So. Da oben sind noch zwei Gegenstände. Eine Sindelbeere und ein Graugummi, Silbergummi, Weißgummi. Okay. Und steigt etwas. Gut. Dann soll es so sein. Gehen wir weiter hinauf. Eine Zielebene erreicht. So. Wo haben wir denn den Pflegefall? Da. So, Blanas. So,
Ja, bitte. Gut, Mission erfüllt. Dungeon verlassen? Nein. Abenteuer fortsetzen, bitte. So, dann die Treppe. Zack. Ja. So, dann... ein Wechselorb. Okay. Und wieder eine Zielebene erreicht. Diesmal... gehen wir hier hinunter. Ah, da ist ja schon das Mirapla. So, retten. Ja, später Pelipperpost. Bitteschön. Noch nicht verlassen, Abenteuer fortsetzen, bitte. So. Ein Medizier. Und hier oben geht es nach links weiter. Ein Steinklein. Beziehungsweise ein Kleinstein. Sindelbeere. Ja, was war? Ein Stall Junior. So. Mhm, hier unten ist nichts. Tunnel. Da muss es ja bloß noch hier sein. Ja. Weiter. Zwei Ebenen sind noch. So. Sehr schön. Rechts. Ein Pinsier. Zack. Und zack. 60 Punkte. Okay, hier gibt es bloß klein Georockbrock. Genau, ein Kleinstein. Okay. So. Aha, das ist ein... oh Gott, wie heißt... also Kleinstein, Steuer Junior da hinten und du bist Kabautz? Oder irgendwie so? Kann das? Rabautz. Naja, fast. Okay, Kampf ist gut gegen Stahl, merken. So, da ist ein Pinsier. So. Aha. Ah, da haben wir Porenta. So, gefunden. Retten. So. Noch nicht verlassen, Abenteuer fortsetzen. Denn einen müssen wir noch retten. Einen haben wir noch vor uns. So, und zwar... Erstarrorb. Geld. Sindelbeere. Und wieder ein Kleinstein. So, zack. Oh, Kleinstein möchte ins Team. Ja. Möchte ich, und zwar heißt KL bleibt. Und unser Kleinstein soll Klaus heißen. Yay. Also, alle, die Klaus heißen, ihr seid jetzt ein Kleinstein. Sehr schön. So, dann suchen wir mal hier weiter. Hier ist er in der Tat. Ein Kleinstein müssen wir auch retten. Sehr schön, Jojo. So. Und Kleinstein retten, bitte.
So, vielen Dank. Später Pilipperpost. Ja, ein Flieht aus dem Dungeon. So, Dungeon verlassen, ja bitte. Wir haben alles hier erledigt. Ja, sehr schön. So, Blanas. 100 Poké-Dollar. Top-Elixier und 5 Retterpunkte. Mirapla. 100 Poké-Dollar, 10 Georock-Brock, 5 Retterpunkte. Pro-Renta. 100 Poké-Dollar, 10 Georock-Brock, 5 Retterpunkte. Und Rettung von Kleinstein. 100 Poké-Dollar, 10 Georock-Brock und 5 Retterpunkte. Waren wir heute nicht großartig? Lass uns Feierabend machen. Bis morgen dann. Yo. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Guten Morgen, Rolli. So, flap, flap, flap. Klonk. So. Ein Frostwald. Okay. Neue Teampartner. Aha. So, verkaufen wir noch schnell. So, was haben wir denn? 13 Georock-Brock. So. Warp-Orb. Dann verkaufen wir Wechsel-Orb. Dann Erstarr-Orb. So. Georock-Brock. Georock-Brock. Und nochmal Georock-Brock. So, wir kaufen. Was kaufen wir denn? Einen Belebersamen kaufen wir. So, das war's dann. Vielen Dank. So, und lagern möchten wir auch. Drei Sindelbeeren werden wir mal einlagern. Danke. Dann schauen wir mal bei Knuddeluft noch rein. Ob wir neue Areale? Nein, können wir nicht. Gut. So, Billikartbank. Den Rest tun wir einlagern. Ja. So, ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Nee. Gut. So, dann schauen wir noch am Brett. Klirrberg Tumultwald. Was haben wir noch? Riesenschlucht und Feuerberg und Frostwald. Riesenschlucht. Ja. Gut, dann können wir Frostwald erstmal wegmachen. Feuerberg hätten wir noch im Petto. Und Riesenschlucht, da werden wir uns als nächstes hinbegeben. Und dann werde ich mal gucken, wer noch Bedarf hat an Training. Ja, Klaus. Ist hier irgendwo. Klaus, da. Breites Grinsen. Bericht. Level 5. Na, dann kommst du mit ins Team. Definitiv. Also sowas. Gut. Dann wäre das auch erledigt. Ja, Freunde. Weiter geht's im nächsten Part. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.